Herzlich willkommen zu Industry Forward Expo. Mein Name ist Matej Gavranovic vom Publish Industry und wir befinden uns heute auf der Industry Forward Stage, um Sicherheit einmal ganzheitlich zu denken. Die kundenorientierte Schutzlösung, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen, zeigt uns gleich Helmut Pusch. Er ist der Geschäftsführer vom Vertrieb bei Ideen. Hallo Helmut. Servus Matej. Ansonsten, das wäre es von meiner Seite aus. Ich wünsche den Zuschauern viel Spaß und Helmut, dir auch. Ja, herzlichen Dank. Dann gehe ich mal auf Teilen. Recht herzlichen Dank für die Anmoderation und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin ja schon kurz vorgestellt worden. Ich freue mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, innerhalb dieser Keynote, dieses Impulsvortrages, Ihnen ein paar Dinge näher zu bringen, Sie auf eine Reise mitzunehmen, wie man eben Sicherheit ganzheitlich denkt, gerade auch unter dem Aspekt des Blitz- und Überspannungsschutzes, was ja doch häufig ein bisschen vernachlässigt wird und eben auch dort nochmal zu zeigen, was man mit koordinierten und ganzheitlichen Schutzlösungen erreichen kann, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Ja, Sie werden sich vielleicht fragen, ja, der Helmut Pusch, warum steht der hier? Ich bin hier bei denen schon seit fast 30 Jahren und habe mal als technischer Berater und Anwendungstechniker hier angefangen. Das heißt, ich habe das quasi von Pike auf gelernt, eben auch in Kontakt mit den Kunden, auch vor Ort, auch die Site-Visits durchzuführen, verschiedene Produkte mit initiiert und entwickelt, auch das Unternehmen begleiten dürfen auf dem Wachstumsweg. Und insofern, ich habe nochmal nachgeguckt, was ja auch Keynote und den Impulsvortrag bedeutet. Das bedeutet ja auch ein Stück weit versuchen zu begeistern und Sie auf dieser Reise mitzunehmen und Ihnen vielleicht auch ein paar wertvolle Einsichten zu geben, zu sagen, Mensch, das habe ich vielleicht so noch gar nicht gesehen, das habe ich noch gar nicht mit bedacht. Und es würde mich freuen, wenn am Ende dieses 20-minütigen Vortrags dann auch das ein oder andere vielleicht hängen geblieben ist oder auch die neuen Erkenntnisse sind. Ja, würde ich sagen, steigen wir ein in diese Reise, auf der Sie auch ein Stück weit ein bisschen was kennenlernen würden, auf zu dem, was wir tun, wie wir es tun, aber auch, warum wir es tun. Wir sind den. Ja, wer den noch nicht kennt, weil heute sind wir ja sehr stark in dieser Keynote unterwegs im prozesstechnischen Umfeld und eben auch im Fabrikautomatisierungsumfeld. Wir sind ein Unternehmen, das schon 113 Jahre plus Erfahrung hat im Bereich des Blitzschutzes. Aber nicht nur das Thema Blitzschutz als Quelle für Überspannungen und auch Überströme, sondern eben auch die Überspannungen, die ausgelöst werden durch Schalthandlungen in den Energieversorgernetzen. Oder eben auch Überspannungen, die ausgelöst werden durch das, dass Überstromschutzorgane auslösen. Und neben dem Blitz- und Überspannungsschutz, das man vielleicht auch mit denen in Verbindung bringt, sind wir auch im Bereich des Arbeitsschutzes ganz stark engagiert. Der Arbeitsschutz, das Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln an elektrischen Anlagen, so dass wir mit unseren Produkten, unseren Lösungen und auch mit unseren Services das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen ermöglichen. Das sind wir bei denen. Wir sind hier in Neumarkt in der Oberpfalz. Das ist ungefähr 40 Kilometer nordwestlich nach Nürnberg und ungefähr 70 Kilometer, wenn man in den Südosten fährt, dann ist man in der alten Römerstadt Castra Regina Regensburg. Ja, was tun wir? Das ist einer unserer Slogans, die wir im Prinzip verwenden. Wir geben Sicherheit. Wir geben Ihnen, wir geben unseren Partnern, unseren Kunden Sicherheit mit verschiedensten Produkten. Das war vorwiegend auch so die letzten Jahrzehnte, dass wir uns natürlich, wie viele andere auch, sehr stark auf Produkte konzentriert haben. Mittlerweile sind wir noch wesentlich stärker in das Lösungsgeschäft mit eingestiegen und haben dort unterschiedlichste Services und Dienstleistungen, wie ich Ihnen dann gleich noch zeigen werde, bei uns mit im Angebot. Und das eben nicht nur hier in Deutschland, sondern eben in der gesamten Welt. Wo sind wir tätig? Ja, wir sind nicht nur in der Prozesstechnik und in der Fabrikautomatisierungstechnik tätig, sondern wir sind auch sehr stark in den Versorgungsnetzen unterwegs. Wir sind in verschiedensten Gebäuden unterwegs, ob das Krankenhäuser sind, ob das Datenzentren sind, ob das Logistikzentren sind, aber auch bis hin zum Einfamilien- und zum Mehrfamilienhaus. Bedeutet, den hat so einen Rundumblick für das Thema Blitz- und Überspannungsschutz und Arbeitsschutz in elektrischen Systemen und in der elektrischen Infrastruktur, sodass wir auch in allen Bereichen, in allen Industriesegmenten ein sehr valider Ansprechpartner sind, weil wir eben diese Erfahrung haben, weil wir das Wissen haben und weil wir auch die Sprache in den einzelnen Segmenten
mit sprechen. Ja, vielleicht ein paar ZDFs, Zahlen, Daten, Fakten, die werden Sie auch ein Stück weit interessieren, gerade wenn Sie den so noch nicht kennengelernt haben. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation mittlerweile. Dr. Philipp Dehn ist unser CEO und einer der Inhaber, wie Sie hier auf der Folie mit sehen. Wir sind in mehr als 70 Ländern mit präsent. Wir haben mittlerweile 18 Vertriebsgesellschaften, gründen gerade eine neue in Schweden. Unser Umsatz, deshalb steht hier Geschäftsjahr 21/22, weil unser Geschäftsjahr läuft immer von Juli bis Juni. Das heißt, wir sind jetzt quasi kurz vor dem letzten Quartal unseres Geschäftsjahres. Im letzten Geschäftsjahr haben wir 385 Millionen umgesetzt. Dieses Jahr läuft auch sehr zuversichtlich für uns und auch in die richtige Richtung hinsichtlich unseres Wachstumsplanes. Und wir werden dieses Jahr doch ganz ordentlich über den 400 Millionen Jahresumsatz dann liegen. Ja, 113 Jahren habe ich schon erwähnt. Wir sind 1910 gegründet worden und ich erkläre gleich nochmal ein paar Stationen des Unternehmens von 1910 bis heute 2023. Anzahl der Mitarbeiter, ja, da steht noch 2300, aber wie wahrscheinlich bei vielen der Zuhörer, die in Unternehmen beschäftigt sind, in der Elektrotechnik, alles wird elektrisch, wachsen viele Unternehmen, so auch wir. Wir sind mittlerweile schon fast 2500 Mitarbeiter in der gesamten Gruppe und wir haben mehr als 125 Auszubildende alleine hier in Deutschland, noch gar nicht mitgerechnet die Ausbildungsarbeit, die wir leisten in den internationalen Märkten. Ja, den eine Erfolgsgeschichte, wie ich meine, und ich durfte bereits 30 Jahre daran teilhaben und mitgestalten. Und Sie sehen, wir sind als Elektroinstallateure gestartet. Das heißt also, die DNA des Unternehmens ist das Handwerk. Das ist auch das, was wir gut verstehen, was wir meinen gut zu verstehen. Auch die Nähe zu unseren Kunden, denn der Verarbeiter, die Umsetzung vor Ort, das ist natürlich mittlerweile das A und O. Ich glaube, jeder weiß, wenn ich von dem Thema Fachkräftemangel spreche, das betrifft eigentlich jeden. Ja, das war die Elektroinstallation. Die haben wir im Prinzip betrieben bis 1930. 1930 kam dann schon der Blitzschutz dazu. Heute würde man sagen, man hat ein Start-up-Unternehmen gegründet. Der Firmengründer Hans Dehn hat sich überlegt, dass eben die Angebote, die Ware, die Produkte, die vorhanden sind, einfach nicht ausreichend sind und hat Voice of Customer sich selbst gefragt und daraus im Prinzip entwickelt, was heute auch ein Stück weit natürlich weiter fortgeschrieben wird im äußeren Blitzschutz. Das heißt also alles, was an Gebäude für das Auffangen des Blitzes, Einfangen des Blitzes ableiten oder eben auch die Erdungsanlage und der Potenzialausgleich. Das war quasi unser Thema Blitzschutz, das wir gegründet haben. Auch den Arbeitsschutz, der ist damit dazugekommen. Es war ungefähr 1954. Das war quasi unser DEN 2.0 und dann eben mit 1954 stellte DEN den ersten Innenraum-Überspannungsableiter vor. Und das muss man sich mal vorstellen, also 1954, es werden ja unterschiedliche Altersstufen, denke ich, mit zuhören, da war noch nichts mit Digitalisierung oder Automatisierung. Da hat man vielleicht gerade mal auch in den Fabriken ordentlich Elektrizität gehabt. Und es war schon sehr visionär zu der damaligen Zeit, sich schon mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich kann Ihnen sagen, ein ROI-Ziel von 3 Jahren war damals sicherlich nicht zu erreichen mit den Investitionen, die man letztendlich mit aufgenommen hat, um den Überspannungsschutz für Innenraum salonfähig zu machen. Es hat sich aber ausgezahlt, eben auch im Überspannungsschutz dabei zu bleiben, weil eben dann in den 70er, 80er Jahren wurde dieses Geschäft richtig groß, weil eben mehr und mehr elektrifiziert wurde, mehr und mehr automatisiert wurde, also gerade auch die Automatisierungstechnik sehr stark vorangeschritten ist. Und das war dann eigentlich auch so der Start der Blütezeit des Überspannungsschutzes, was heute unser größtes Kerngeschäft ist, neben dem Blitzschutz und dann dem Arbeitsschutz. Wichtig auch in dieser Phase 3.0 war das Vorantreiben der Internationalisierung, weil wir uns bis dato eben auch sehr stark natürlich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert haben oder dort eben auch, wo Deutsch gesprochen wurde. Und eben in dieser Phase wurde sehr stark internationalisiert und wurden zahlreiche Auslandsgesellschaften gegründet. Ja, und zu guter Letzt, wir befinden uns 4.0, also vierte Generation, passt auch ganz gut zum Thema Industrieautomatisierung 4.0. Heute sind wir so unterwegs, dass wir einen ganzen Blumenstrauß an Lösungen
für unsere verschiedensten Partner und Kunden anbieten können. Wir immer das Ohr am Markt haben. Wir gehen immer nach der Devise, wir haben ja zwei Ohren und einen Mund. Das heißt, wir sollten mehr zuhören, als dass wir sprechen. Und das, denke ich, ist uns ganz gut gelungen, weil sich über die Jahre ein gutes Service- und Produkt- und Lösungsportfolio bei uns angehäuft hat, sodass wir in den verschiedensten Industrien letztendlich ein valider Partner sind. Hier auf der Folie noch letztendlich die Übersicht, was dann alles im Liefer- und Leistungsportfolio des Unternehmens DEEN ist. Neben den einzelnen Produktsegmenten, die Sie rechts mit sehen, hatten dann links hier in den Waben dargestellt, die einzelnen Services. Und teilweise, das kommt aufs Land drauf an, ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Wir haben manche Länder, da sind wir sehr stark in der Risikobewertung. Also Risikobewertung heißt an dieser Stelle, wie hoch ist das Risiko, wenn der Blitz einschlägt, dass es zu Schäden kommt, und zwar zu Personenschäden oder eben auch zu Sachschäden. Daraus abgeleitet dann auch, um dieses Risiko zu mitigieren, gewisse Maßnahmen, die wir im Prinzip dann auch planen können. Wir machen also mittlerweile komplette Blitzschutz- und Überspannungsschutzkonzeptplanungen, bis hin, dass wir dann auch in manchen Ländern sogar in der Ausführung mitwirken, beziehungsweise auch das Supervising mit übernehmen. Also der ganze Blumenstrauß, und wir nennen das immer from A to C, sodass wir alles, was zum Thema Blitzschutz, Erdung, Überspannungsschutz und auch Arbeitsschutz mit bedienen können. Ja, das vielleicht mal in aller Kürze, damit Sie einen kleinen Einblick bekommen haben, wer DEEN ist, wie DEEN unterwegs ist und warum. Und warum ist vielleicht auch noch eine Frage, die man sich stellt. Ja, warum in der Elektrotechnik? Wie Sie gesehen haben, wir haben als Elektroinstallateur begonnen. Es gab verschiedenste Erfahrungen und auch Ereignisse innerhalb der Entwicklung des Unternehmens, wo man festgestellt hat, eben Strom ist auch gefährlich, auch der Blitz ist ein gefährliches Element. Und es ist schon von jeher das Anliegen des Unternehmens DEEN, eben dort dazu beizutragen, ja, vielleicht ein bisschen pathetisch, die Welt jeden Tag ein Stück weit besser zu machen und mit den Schutzlösungen auch dafür zu sorgen, dass Menschen in einer sicheren Umgebung leben können, aber auch arbeiten können. Und das natürlich heute die Anlagen und Systeme auch sicher funktionieren, auch wenn entsprechende Risikofaktoren ja, um uns herum sind, wenn Überspannungen auch generiert werden durch verschiedene Auswirkungen der unterschiedlichen Netzsysteme und der unterschiedlichen Energieerzeugungssysteme, die wir heute haben, so dass wir auch wirklich sagen, okay, uns ist es ein Anliegen, dass Sie quasi abends auch ruhig schlafen können, weil Sie wissen, mit den entsprechenden Lösungen können wir auch Blitzeinschläge ohne Schaden ja, überleben oder eben auch Überspannungsereignisse einfach so wegstecken und es läuft gut und sicher weiter. Ja, schauen wir uns das vielleicht mal kurz an. Ich hatte schon erwähnt, in welcher Welt bewegen wir uns denn heute? Ja, ich meine, die Welt, ganz hinten sieht man ein paar Blitze, ja. Und das ist natürlich je nachdem, wo man eben auch zu Hause ist, wo man seine Anlagen auch betreibt. Ich weiß jetzt nicht, von woher Sie sich überall zugeschalten haben, aber es gibt natürlich viele geografische Bereiche, wo das Thema Blitz ein ja fast tägliches Ereignis ist. Es gibt aber natürlich auch Bereiche, wo das Thema Blitz nicht so häufig vorkommt. Letztendlich ist es aber auch so, es ist eine Komplexität von Anlagen, Anlagenteilen und Infrastrukturelementen, in denen wir uns bewegen und mit denen wir vernetzt sind. Und Sie sehen hier auch gerade die modernen Themen regenerative Energien durch Windkraftanlagen oder eben auch hier vorne das Thema mit Photovoltaikanlagen. Also auch diese Veränderung der Energieversorgungssysteme, dass es nicht nur Großkraftwerke gibt, die über Höchstspannung, Hochspannung und dann eben Mittelspannung in die einzelnen Anlagen über Niederspannungseinspeisungen dann einspeisen, sondern wir haben heute mittlerweile eben auch PV-Anlagen, Sie wahrscheinlich auch zu Hause auf Ihren Dächern, wo eben über die Niederspannungsseite mittlerweile Energie erzeugt wird und in die Netze geschoben wird. Und das wiederum ist natürlich eine große Herausforderung hinsichtlich der Energie, Stabilität, da passiert sehr viel, da kommt es auch zu ja, Dingen, die vielleicht nicht ganz so gut sind und deshalb steht das Thema Power Quality natürlich vorne dran und das Element der Überspannungen ist eben auch ein Element innerhalb der Power Quality. Also das hier nochmal als Umfeld, in dem wir uns bewegen und wo wir überall vernetzt sind und wo wir eben dann auch mit berücksichtigen müssen, was da alles passieren kann, wenn es eben zu Ereignissen kommt, wie im schlimmsten Fall einen Blitz oder eben auch, wenn es zu Überspannungen kommt,
durch ja, Schalthandlungen, Kurzschlüsse, eben Ereignisse in den Anlagen, die eigentlich so nicht gewünscht sind und auch nicht geplant sind. Zur nächsten Folie. Ja, ich habe gesagt, ich nehme Sie ein Stück weit mit auf der Reise und je nachdem, aus welchem Fachgebiet Sie stammen, ob Sie jetzt sehr stark in der Automatisierungstechnik an sich sind, ob Sie sehr stark eher aus dem Schaltschrankbau mitkommen, aus dem Steuerungsbau mitkommen, dann werden Sie vielleicht sagen, ja gut, jetzt sehe ich hier eine komplette Anlage, komplette Anlagenteile, was interessiert mich das? Das ist genau der Punkt, den ich im Prinzip mit herausgreifen möchte. Schutzlösungen sind immer ganzheitlich zu betrachten. Und das, was man hier sieht, das ist die Grundlage für ein gutes Schutzkonzept. Zum einen, und das klingt vielleicht teilweise etwas langweilig, ist es essentiell, dass eine gute Erdungsanlage vorhanden ist. Ein guter Potenzialausgleich. Klar ist das Thema Erdung und Potenzialausgleich vielleicht nicht so sexy wie Industrie 4.0 und Industrial Ethernet, Internet of Things. Letztendlich ist es aber die Basis dafür, dass ein gutes Funktionieren ermöglicht wird im Normalzustand, aber eben auch, wenn es zu Störereignissen kommt. Und das, was Sie hier sehen, was so ein Stück weit aussieht wie ein paar, ja, ich würde mal sagen, grüne Zudecken, die hier über diese Anlage mit gelegt worden sind, geht man eben mittlerweile her über entsprechende Konzepte und Methoden. Das ist hier eine Blitzkugelmethode. Es wird quasi eine Blitzkugel über das Gebäude gerollt. Die Blitzkugel deshalb, weil das die Enddurchschlagstrecke des Blitzes mit darstellt und man so quasi definieren kann, wo würden denn überall Einschlagspunkte sein in meiner Anlage und wo kann es eigentlich dann zu Gefährdungen kommen? Mit Systemen und Software, die wir mittlerweile zur Verfügung stellen, gelingt es quasi, diesen Schutzteppich optimal zu konfigurieren und gleichzeitig dann auch auszuleiten, was es denn dann dazu braucht, um dieses Schutzsystem auch zu errichten, teilweise sogar auch mit Anleitungen dann dazu, wie man die Errichtung dieses Blitzschutzsystems durchführen kann. In Deutschland ist es so, dass es eine Handwerkszunft fast schon gibt, möchte ich sagen. Das sind die Blitzschutzhandwerker, also spezielle Fachleute und Verarbeiter, die sich mit dem Blitzschutz beschäftigen, die sich 365 Tage im Jahr 24/7 eigentlich nur diesem Thema Blitzschutz mit widmen und sich eben darauf spezialisiert haben, wie solche Blitzschutzsysteme A zu planen sind, aber eben auch gerade zu installieren sind. Deshalb ganzheitlich, es fängt eben außen an mit einer guten Erdungsanlage, mit den Auffangsystemen und eben dann auch mit den Ableitungen. So ist gewährleistet, dass der Blitzstrom, falls das Gebäude mal direkt getroffen werden sollte, sicher gefangen wird und auch abgeleitet wird. Ja, aber wenn es dann soweit ist und der Blitz denn eingeschlagen hat, dann müssen wir uns natürlich ein Stück weit mal in die Gebäude mit hineinbegeben, denn wir haben ja unterschiedliche Systeme, wir haben nicht nur autarke Stromversorgungen. Was bedeutet, bei so einem Blitzeinschlag ist ja ein Strom, kommt es zu einer Potenzialanhebung und die Potenzialanhebung gegenüber den eingeführten elektrisch leitfähigen Leitungen übersteigt die Spannungsfestigkeit eines Energiekabels oder eben auch eines Datenkabels. Und wenn dort nicht entsprechende Maßnahmen mitgetroffen werden, dann kommt es eben zu entsprechenden offenen Überschlägen. Mit den offenen Überschlägen eben dann zu Zerstörungen von Elektronik und elektrotechnischen Einrichtungen bis hin natürlich zu der Gefahr, dass es zu einem Brand kommen kann. Ja, und wenn wir uns jetzt mal so Produktionsprozesse anschauen und das mal ein Stück weit uns verinnerlichen, wie war denn das jetzt noch vor 20, 30, 40 Jahren? Klar, da hat man auch schon angefangen zu automatisieren. Aber mittlerweile, wenn man sich, und das wissen Sie noch wesentlich besser als ich, sich anschaut, wie hoch automatisiert einige Strecken schon sind, in einigen Herstellerbetrieben sind, dann ist es natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem, wie das früher war. Was bedeutet das aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten hinsichtlich des Überspannungsschutzes? Ja, wir sind hier nur wesentlich anfälliger geworden. Das heißt, damit die Anlagenverfügbarkeit gewährleistet ist und dass die Uptime gewährleistet ist, muss man sich damit auseinandersetzen und sagen, wie hoch ist denn die Gefahr, wenn Überspannungen auftreten, auch eigengenerierte Überspannungen, weil, wie gesagt, wenn Sicherungen auslösen, auch Überspannungen entstehen, was denn dort passiert und ist meine Anlage sicher? Und zwar sicher zum einen mal auf der Energieversorgerseite, denn das ist ja ein Thema, was oftmals durchaus schon beachtet wird und wo man ein gewisses Verständnis dafür hat,
aber eben auch im Bereich dort, wo Sie Daten verarbeiten, wo Sie Ihre entsprechenden Steuerungen mit haben, und zwar nicht nur auf der Energieversorgerseite, sondern eben auch dort, wo Sensorik ausgelesen wird oder wo Sie Bussysteme mit haben. Auch dort, und das wird oftmals vergessen, können Überspannungen entstehen. Und wenn Sie quasi in Ihrem Gesamtkonzept des äußeren Blitzschutzes und des inneren Blitzschutzes mit den Überspannungsableitern auf der Energieversorgerseite zwar alles getan haben, dann mag es durchaus sein, dass es dieses Loophole eben dann gibt auf der Datenseite. Und wenn dort nicht richtig gearbeitet wurde, dann haben Sie zwar schon viel Geld ausgegeben, aber letztendlich kommt der Produktionsprozess dann trotzdem zum Erliegen. Und das ist ganz wichtig zu beachten, auch in diesem gesamtheitlichen und ganzheitlichen System, dass man sowohl die Energieseite sich anschaut, dass man sich die Datenseite und die Sensorikseite an dieser Stelle auch mit betrachtet. Komme ich zur nächsten Folie. Ja, was sieht man hier? Ich würde meinen, man sieht auf jeden Fall hier die Vernetzung, die nochmal mitgezeigt wird. Wir sind abhängig natürlich von der Energieversorgung. Ohne Strom läuft nichts mehr. Alles wird elektrisch. Mobilität wird mittlerweile auch elektrisch. In manchen Ländern, gerade hier in Deutschland, auch die Diskussion, auch Wärme wird zunehmend elektrisch. Sie verfolgen sicherlich diese Diskussion um die alten Heizsysteme und eben neue Heizsysteme auf Grundlage der Wärmepumpe. Und das bedeutet auch, mit dieser Vernetzung werden solche Systeme immer anfälliger. Und das muss man sich ein Stück weit natürlich auch vor Augen halten. Auch unsere Netze werden mehr und mehr digitalisiert. Wenn wir uns Ortsnetztrafos anschauen in der Vergangenheit, gut, dann ist da im Prinzip halt Spannung von einer Ebene in die andere Ebene mitgespannt worden. Mittlerweile möchte ich sagen, sind das schon fast kleine Rechenzentren, wenn man sich diese Smart Grid Lösungen mit anschaut. Ja, die Energieversorgung ist für uns besonders wichtig und das setzen wir auch mit unseren Lösungen mit an. Dort sind wir ein Lösungslieferant und da gehen wir auch ein Stück weit noch weiter als das, was wir in der Vergangenheit im Bereich Blitzschutz und Erdung mitgemacht haben und im Bereich Überspannungsschutz. Wir gehen im Prinzip jetzt in diesen Bereich hinein und sagen, naja, was passiert denn da eigentlich in der Zukunft? Wie stabil oder instabil sind denn meine Netze? Das heißt, das Thema Power Quality, das nimmt einen immer wichtigeren Raum mit ein. Und auch dieses Thema nehmen wir mit auf, weil sich das Thema Überspannungsschutz hier ja wunderbar mit integriert. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man einen Forecast mit betreiben könnte, wie sicher meine Anlage ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu einem Ereignis kommt, dann glaube ich, dann kann man im Prinzip an der Stelle auch seine Anlagen wesentlich ja vorausschauender betreiben. Und das ist jetzt quasi auch der nächste Bereich, in den wir auch ganz stark einsteigen. Und das ist auch ein Stück weit gefordert von Ihnen aus der Automatisierungsindustrie. Wir bilden Lösungen, die sich auch einbetten in diese smarten Lösungen, die sich einbetten in die Digitalisierung Ihrer Anlagen, wo wir also auch unsere Lösungen und Produkte einbetten können, sodass Sie im Prinzip Zugriff haben und sehen können, okay, wie ist denn der Zustand meines Schutzsystems? Bin ich noch geschützt? Womöglich, wie lange bin ich denn noch geschützt? Gab es denn auch Ereignisse? Denn auch das ist ein Thema, wenn Sie sich überlegen, bei Windenergieanlagen, die ja offshore irgendwo mit betrieben werden, und da kommt es doch sehr häufig zu Einschlägen. Überlegen Sie sich, ich glaube, die größte Windenergieanlage mittlerweile ist eine 15-Megawatt-Anlage von Vestas. Weiß gar nicht, wie hoch da im Prinzip die Nabenhöhe und dann auch die Flügellänge mit ist, aber das wird schon ein paar hundert Meter mit sein. Das heißt, da kommt es häufiger zu Blitzeinschlägen. Und das bedeutet auch, dort dann auch zu analysieren, okay, hat der Blitz eingeschlagen? Wo hat er eingeschlagen? Was war das für eine Energiemenge? Was waren das für Ströme? Um dann natürlich mit diesen Daten auch Rückschlüsse zu nehmen, was verträgt quasi meine Anlage? Das Ganze dann zu mappen und daraus natürlich dann auch Predictive Maintenance Cycles letztendlich abzuleiten. Und das gilt jetzt nicht nur für Windenergieanlagen. Auch solche Überlegungen und solche Schutzlösungen sind wir in der Lage, im Prinzip mit zu leisten.
und haben dort auch in dem anderen, ein oder anderen Bereich auch mit Partnern schon entsprechende Lösungen mit, ja, entwickelt. Somit, das, was ich damit ausdrücken möchte, auch, den bleibt dort nicht stehen und ist nicht in diesem, ja, ich sage jetzt mal Steinzeitalter, dass es eben nur Erdungsanlagen mit betreibt oder auch die dafür notwendigen Komponenten herstellt, sondern wir sind sehr dynamisch und orientieren uns an den globalen Trends und sind damit auch jederzeit ein Ansprechpartner eben auch für Sie in der Prozesstechnik und auch im Fabrikautomatisierungsumfeld. Power Quality ist, ich gucke bloß mal kurz auf die Uhr, ja, halb 20 Minuten sind wir eigentlich schon fast durch. Power Quality, wie gesagt, ist ein Thema, das wir jetzt noch stärker mit aufnehmen, weil eben das Thema Überspannungen ein Teil davon ist. Wichtig ist, dass mehr und mehr natürlich auch nachgefragt wird, wie kann ich denn auch überwachen, ob meine Schutzlösung noch mit funktioniert? Wie kann diese Schutzlösung in mein SCADA-System, wie kann das in meine Cloud-Lösungen womöglich sogar mit eingebunden werden? Auch diesen Herausforderungen stellen wir uns und haben wir uns auch schon gestellt, so dass es im Prinzip auch, und das ist sehr zukunftsfähig für diejenigen, die auch sagen, ich möchte Predictive Maintenance machen, ich möchte vorausschauend auch Wartung mitplanen, dass dort auch die Schutzlösungen im Bereich des Blitzschutzes und Überspannungsschutzes einsetzbar sind, so dass es dort Lösungen mittlerweile am Markt gibt, die dieses erlauben und Sie quasi ein Online-Monitoring Ihrer Anlagenbereiche mit durchführen können. Warte ich auf die letzte Folie hier. Ja, last but not least, in einem doch schnellen Durchritt auf dieser Reise mal kurz zu zeigen, wer wir sind, was wir tun, in welche Bereiche wir mit hineingehen, welches Lösungsportfolio auch angeboten werden kann. Und zwar nicht nur, weil wir das anbieten als den, sondern als, ich möchte sagen, als Impuls für Sie, als Anregung, darüber nachzudenken, wie gut bin ich denn geschützt bei solchen Ereignissen? Welche Gedanken habe ich mir diesbezüglich schon ganzheitlich gemacht? Denn auch gerade das, was Sie jetzt hier auf der letzten Folie sehen, der Klimawandel schreitet leider trotzdem voran und wir verzeichnen schon auch weltweit wesentlich mehr Blitzeinschläge, auch des Schadensvolumen, obwohl mittlerweile schon mehr geschützt wird, geht immer noch nach oben. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass man sich auch ein Stück weit mal überlegt, wie habe ich neben meinen eigentlichen Prozessen, die ich im Griff habe und die auch gut funktionieren, wie habe ich aus einer Risikobetrachtung, aus dem Blickwinkel des Themas Blitz und auch der Überspannungen, meine Anlagen sicher und habe eine sichere Anlagenverfügbarkeit und habe quasi ein wirklich ganzheitlich durchdachtes Schutzsystem. Und mit den Worten, unserem Claim, den Protects, möchte ich schließen und mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich diese 20, 30 Minuten Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Und ich freue mich jetzt, wenn aus der Zuhörerschaft noch die ein oder andere Frage kommt. Ja, Helmut, vielen Dank für deinen Vortrag. Dann kommen wir auch direkt zu den Fragen. Und zwar, wie wird euren Kunden denn die Auswahl von Blitz oder Überspannungsschutz? Wie wird euren Kunden bei der Auswahl von dem Blitz- und Überspannungsschutz denn geholfen? Und habt ihr da irgendwelche digitalen Tools eventuell? Ja, sehr spannende Frage. Ja, also durch das, dass wir ja sehr stark auch mit Kunden an Themen arbeiten, ist für uns natürlich der größte Schatz unser Wissen, was wir haben. Zum einen gibt es einen Blitzplaner, also der heißt wirklich so, den gibt es in einer Printversion. Da ist von den Grundlagen des Blitzschutzes und der Blitzphysik bis hin zu White Papers und Schutzvorschlägen alles enthalten. Jetzt will nicht jeder ein Handbuch lesen, den gibt es auch auf unserer Webseite und es gibt eine Webseite, die nennt sich blitzplaner.de, also hier in Deutschland. Und da findet man dann auch elektronisch alles, was man braucht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben Konfiguratoren, die unseren Kunden und Partnern ermöglichen, auch selbstgeführt die entsprechenden Schutzlösungen mit auszuführen. Und dann haben wir im Prinzip noch Serviceeinheiten, ob das eine Einheit ist, die sich den Konzept bei uns nennt, die quasi vom A bis Z
komplette Schutzlösungen mit erarbeitet und auch berät. Und wir haben nach wie vor auch einen technisch geschulten Außendienst, der zum einen regional vorhanden ist, den wir aber auch ein Stück weit noch unterstützen. Je nachdem, welches Industriesegment Anfragen mit hat, so haben wir Spezialisten im regenerativen Energienbereich, aber eben auch im Bereich der Prozesstechnik und der Fabrikautomatisierungstechnik. Auf jeden Fall ein sehr breites Portfolio an möglichen Hilfestellungen. Super. In welchen, oder jetzt aktuell, da gibt es ja den Trend der Gleichstromversorgung in der Produktion. Ist das eine besondere Herausforderung dahingehend beim Überspannungsschutz? Ja, also das Thema Gleichstrom, Gleichspannung, DC, ist natürlich auch für uns ein Thema. Mit dem beschäftigen wir uns auch nicht erst jüngst, sondern schon seit geraumer Zeit. Wir sind ja auch im Bereich des Mobilfunkes schon seit vielen Jahrzehnten aktiv und die ganzen Mobilfunkanlagen, die haben zwar noch eine AC-Einspeisung, aber wenn Sie sich diese Remote Radio Heads anschauen, die an den entsprechenden Towern mit befestigt sind, also an den Masten, an den Mobilfunktürmen befestigt sind, dann werden die schon jeher mit DC versorgt, allerdings natürlich nur mit kleineren DC-Spannungen. Und wir haben in der Vergangenheit auch an Projekten teilgenommen, wo eben schon Fabriken oder eben auch Verwaltungsgebäude mit DC komplett versorgt werden. Und die Herausforderung für uns an der Stelle, die ist ein Stück weit damit verbunden, dass wir Technologien haben, die wir schon auch auf diese höheren Gleichspannungen heben können. Also das haben wir ganz gut im Griff. Es gibt aber auch Technologien, das sind bei uns gerade die Blitzstromableiter, also die wirklich die dicken Ströme bei Blitzeinschlägen auch ableiten können. Die sind auf einer Technologie namens Funkenstrecke aufgebaut. Und da ist es eben so, da gibt es keinen Nulldurchgang, ja, also wie das bei AC-Systemen ist, sondern da ist halt DC immer gleich. Und das heißt, diesen Nulldurchgang, den wir eigentlich benötigen, um diese Funkenstrecke wieder zu verlöschen, also auszuschalten, wenn sie gezündet hat, das ist eine Herausforderung auf der DC-Seite, die wir aber bis zu gewissen Spannungen schon ganz ordentlich gelöst haben. Also wenn jemand eine Frage hat, speziell zu DC, finden Sie bei uns auf jeden Fall einen Ansprechpartner, der Ihnen da weiterhelfen kann. Also schon lange habt ihr so im Blick im Endeffekt. Und du hast jetzt auch gerade noch Telefonleitung auch jetzt genannt im Endeffekt. Wie steht es da mit den Überspannungsschutzmaßnahmen? Also gerade was Internet, Telefon, Breitbandkabelleitung angeht, ist das da, also ist sicherlich wichtig, aber ist es auch verpflichtend, dass man das da hat? Also verpflichtend ist es nicht. Also kommt immer darauf an, welches Land. Wenn wir jetzt uns auf Deutschland natürlich mitbeziehen, dann haben wir heute das Thema Überspannungsschutz ist Pflicht. Auf der seit 2016, 2017, also gerade auf der Netzseite. Letztendlich, wenn man das aber richtig liest man möchte im Prinzip auch keine Ausfälle haben, sagen wir, kann man schon auch absolut die Notwendigkeit ableiten, um im Prinzip auf der Telefonleitung, sofern das nicht Fiberoptik sind, also keine Lichtwellenleiter sind, sondern eben über Zweidraht Kupfer, ableiten, dass dort auch Überspannungsschutz zu machen ist. Ich sage vielleicht noch ganz kurz dazu, denn wenn ein Blitzeinschlag da ist, dann kommt es, ich hatte es erwähnt, zu einer Potenzialanhebung, und zwar einer lokalen Potenzialanhebung. Und Sie müssen sich vorstellen, die Leitungen, die Sie ja entfernt einführen, ja, die sind nicht auf diesem Potenzial, die sind ja isoliert, da ist ja eine Isolierung um diese Kabel drumherum. Und damit kommt es zu einem Potenzialunterschied. Und dieser Potenzialunterschied bei den Kabeln, die dort eingeführt sind, ist so hoch, dass die Spannungsfestigkeit dieser Kabel oder der elektronischen Systeme nicht ausreicht. Und dann kommt es zu einem Überschlag. Wenn der kontrolliert in einem Gerät dann passiert, eben auf der Netzseite, dann passiert da nichts. Aber wenn dann auf der nachrichtentechnischen Seite nichts gemacht ist, dann passiert eben der Überschlag auf der Seite. Und wir haben schon viele Kunden, wie gesagt, ich bin ja 30 Jahre dabei, die gesagt haben, ja, ich habe ja hier Systeme installiert und Blitzschutz habe ich auch gemacht. Und ich selbst, wenn ich dann rausgefahren bin, habe dann im Prinzip feststellen müssen, ja, aber auf der nachrichtentechnischen Seite ist eben dann dieses Loophole gewesen, wo eben nicht mit abgeschützt worden ist. Und das hat dann letztendlich trotzdem zu einem Schaden geführt. Ja, du hast jetzt ja auch zum Schluss ja noch gesagt, dass das Schadensvolumen ja doch deutlich gestiegen ist im Endeffekt. Und um mal zu verdeutlichen, wirklich, wie wichtig eigentlich dieser Überspannungsschutz ist, habt ihr da irgendwie explizite so Werte, wie stark das Schadensvolumen gestiegen ist oder womit kann man, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz top of my head, aber es sind im Prinzip schon auch Hunderte von Millionen Euros an Schaden, und zwar jetzt
die nur hier von Versicherungen in Deutschland mit ermittelt werden. Jetzt muss man sich überlegen, jetzt sind wir ja schon lange in dem Metier unterwegs und es ist auch schon viel Aufklärungsarbeit geleistet worden durch den. Wir machen ja auch viele Schulungen. Wir haben eine DEN Academy, wo wir durchaus einige tausend Leute im Jahr global auch quasi durchschleusen, um darauf aufmerksam zu machen, um Bewusstsein zu bilden. Und da muss man sagen, das Bewusstsein ist schon da. Es gibt andere normative Grundlagen. Es wird schon mehr gemacht. Aber dennoch befinden sich die Schadensvolumina auch hier in Deutschland bei einigen hundert Millionen. Und das ist was, wo man eben auch erkennt, diese voranschreitende Vernetzung, die voranschreitende Digitalisierung und Automatisierung bietet natürlich viel Möglichkeiten. Und das ist auch gut so, bedeutet aber auch noch wesentlich bewusster mit dem Thema Überspannungsschutz umzugehen. Dann wollen wir hoffen, dass das in Zukunft das Schadensvolumen, also das Bewusstsein dafür noch ein bisschen stärker wird und das Schadensvolumen dadurch hoffentlich gesenkt wird. Dann Helmut, vielen Dank, das war's schon von den Fragen her. Ich danke den Zuschauern auf jeden Fall dafür, dass sie dabei waren und für die schönen Fragen. Damit wünsche ich dann auf jeden Fall den Zuschauern einen schönen Tag. Dir, Helmut, wie gesagt, nochmal vielen Dank, schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen Tag. Ja, gleichfalls und herzlichen Dank nochmal an die Zuhörerschaft.